Hallo und willkommen zurück. Was? Ich habe 3 Millionen bekommen, wegen was? Hä, was ist passiert? Das ist für mich irgendwie 2 Monate her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Also ich habe 3 Millionen bekommen, oder was? Naja, keine Ahnung. Ja, hallo und willkommen zurück bei Hard Space Shipbreaker. Erinnert mich irgendwie immer an ein Lied, das ich früher mal gehört habe. Das heißt Hard Space Space Mission. So, wir gucken mal in die Ausrüstung rein. Ey, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Die Frage ist ja, wie gehe ich auf die Kommentare ein? Ich muss ja permanent, okay, ich habe keine Linksmünzen. Minimieren. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir mal kurz hier drin, bevor wir starten. Gehen wir schnell auf die Kommentare ein. Von Michael, ich freue mich auch. Okay, da muss ich die Noms zuerst lesen. Lol, cool, damit habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Ich freue mich, ja. Manchmal bin ich ja dann doch für eine Überraschung gut. Vielleicht muss ich die Kommentare auf mein Handy laden. Weil ich muss jetzt minimieren, dann seht ihr meinen geilen Hintergrund. Um Folge 2. Oh, jetzt kann ich nicht mal scrollen? Das gibt's ja nicht. Ich muss das irgendwie anders machen mit den Kommentaren. Bei vielen... Warte, kann ich hier nicht in den Optionen? Fenstermodus? Hier. Geht maximales Vollbild. Ja. Da muss, weißt du, dann, ja, so seht ihr nicht permanent mein ultraschönen Hintergrund. So, Scrabble hat geschrieben, ja, weiter geht die Schicht, geiles Game, entspannt Dinge zerlegen und sein ganzes Leben schürfen, um die Schulden zu minimieren. Huch, falsche Taste. Vielleicht gehen wir doch mal rein. Ich weiß nicht, ob ich so gut Kommentare lesen kann und arbeiten. Oh, ist das ein neues Schiff? Wir gucken uns mal die Schiffe an. 17.000, Alter, das ist die Hälfte. Guck mal, das kostet die Hälfte an Wert. Selbe Gefahrenstufe. Hier ist Sicherung, Kolben, Kabel. Kühlkörper, Dämm... Ah ja, Moment, da war ja was. Ich geh nochmal kurz raus. Angestellten-Terminal. Ich muss ja Dinge sammeln. Habe ich ganz vergessen. Schiffsdoktor, ne? Was brauche ich denn? Ein Schaltkreis. Okay. So, machen wir weiter mit Dinom. Also ich persönlich finde es besser, wenn du den Schneiderlaser anstatt das Punktlaser verwendest. Geht einfach schneller. Musst halt ordentlich zielen. Okay, dann werden wir gucken. Oh, hier ist das. Den haben wir ja schon mal gehabt. Ist auch viel wert. Guck mir gerade nur mal so die Schiffe an. Hier ist nochmal, aber der ist Stufe 4. Der hätte einen Schaltkreis, tatsächlich. Der hat auch einen Schaltkreis, aber weniger wert. Kein Schaltkreis. Der hätte auch Schaltkreis. Was ist denn mit dem hier? Der hat auch keinen Schaltkreis. Wir brauchen einen Schaltkreis. Also ich würde sagen, wir fokussieren uns ein bisschen nicht so sehr aufs Geld. Sondern tatsächlich auf den Schiffsdoktor. So, wir könnten natürlich Ideen machen. So einen haben wir aber schon mal zerlegt. Und ich glaube, so einen haben wir noch nicht zerlegt. Und der hätte auch wieder 15.000. Das sind 2 weniger als beim anderen. Und der ist sogar noch eine geringere Gefahrenstufe. Das heißt, der wird leichter sein als die anderen. Na gut, nehmen wir den hier. So, weiter im Text. Ja, sehr schönes LP. Hoffentlich kommt bald der Zeitpunkt, damit wenigstens ein klein wenig Spannung ins LP kommt. Ja, die Zeit haben wir ja jetzt. Ich finde die Musik auch voll cool. Kannst du ja vielleicht etwas abwechselnd eine Folge mal voll aufdrehen und eine Folge mal komplett ohne arbeiten. Boah, ich glaube, dann würde ich durchdrehen. So, also relativ betrachtet finde ich das jetzt... Hey, Petey. What's it like to work with animals?
I always wanted to get into it. It's tough work, kiddo. Tougher than shipbreaking? Well, no. But, well, it's just different, I guess. Nothing quite like wrestling a calf. Whoa, that's so cool. Eris doesn't get fresh meat, just the steak stuff. Yeah, even on Earth, it's only really for rich people. It was a pretty good job growing up, even if it was hard. But it's not what it used to be. Huh. How so? Mr. Tucker, the owner, was about as useful as a steering wheel on a mule. No clue how to run a ranch. Was mostly my family keeping things going. But Tucker cut corners too much. Raising cattle on Mars is just a damn tricky thing. So we ended up struggling just to keep him alive. That sounds fascinating. And also a little sad. Sure wasn't pleasant near the end, kiddo. Ich hab vergessen, wie ich den drehe. Mal weggucken. Ah, so war das. Okay, wir sollen mehr mit dem hier arbeiten. Boah, ich kann nicht die Kommentare lesen und arbeiten. Das kriege ich nicht hin. Okay, so würde ich mir das Teil zerschneiden. Was ist das überhaupt? Abschleppemitter. Ist der von innen verbunden? Vielleicht sollten wir erstmal reingehen, bevor wir hier irgendwas auseinandernehmen. Das Ding ist aber nicht unter Druck, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, ich sollte diese Klappe hier... Ja, also solche Dinger würde ich sagen, lasern wir schon weg. So lange Balken, die können wir dann mit dem Dings machen. Ja, ich muss mal gucken. Also ich kann jetzt überhaupt nicht mich auf die Kommentare konzentrieren, vor allem da ich jetzt hier auf Zeitdruck habe. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Und natürlich muss ich erstmal wieder die Steuerung lernen. So, das ist alles Schmelzofen. Okay. So. Material deposited. Also relativ betrachtet finde ich das jetzt nicht so teuer. Was du teuer fandst, wenn du 1 Million pro Schiff verdienst und du zerlegst circa täglich eins, das Ding kostet 10.000, dann ist das genauso wie du täglich 100 Euro verdienst und das Ding 1 Euro kostet. Wenn es 2 Millionen sind, dann wäre es sogar nur 50 Cent. Ja, ein ganzes Schiff könnten wir natürlich nicht zerlegen. Computerterminals. Na, wir gehen erstmal drin gucken. Hallo? Hier kriege ich Kabel raus. Ich brauche Schaltkreise tatsächlich. Kabel. Kabel. Ah, guck mal, hier sind ein paar Dings zum Sammeln. So, Werkzeugreparaturset, das können wir schon mal sammeln. Ein Medipack. Gucken wir mal, ob wir auch Sauerstoff oder so finden. Da geht's raus. No smoking. Draußen. Sehr wichtig. Was ist das? Ah, ein Dämpfer. Filter. Schaltkreis. Ja, perfekt. Da muss ich ja nichts auseinandernehmen. So, noch ein Schaltkreis. Okay, hier geht's in die Wand rein. Ja. Da ist der Generator. Okay. Okay, hier sind sehr viele Kabel verbunden. Ich habe gesehen, die Treibstoffrohre können wir auch nicht einfach auseinandernehmen, weil die verbunden sind. Aber wir können hier sehr viel auseinandernehmen vom Teil.
So, hier bei den Terminals kann ich ja auch nichts eingeben, ne? So. Weiter im Text. Salvage deposit registered. In Relation zu Schulden ist es sogar noch vernachlässigbarer. Wenn du 1 Milliarde Schulden hast und das Ding 10.000 kostet, ist das wie, wenn du 1.000 Euro Schulden hast und das Ding 1 Cent kostet. Du kannst dir ja schon etliche Dinger leisten, ohne deine Schulden nennenswert zu erhöhen, oder? Die Reihenfolge der Kommentare ergibt sich aus dem Kontext. Ja, das habe ich gesehen mit der Reihenfolge. So, das heißt, ich werde jetzt immer mal gucken, dass ich Kommentare, also was abbaue und dann Kommentar lese. Dann werden wir nicht alle Kommentare diese Folge schaffen. Aber ich werde auch wahrscheinlich das dann eher so machen, dass ich maximal 5 Folgen aufnehme und dann wieder warte. So. Kannst du mal gucken, ob das auf dem Controller vielleicht Schnellwechseltasten für die Geräte gibt, die du benutzt? Das habe ich schon getestet. Ich muss tatsächlich Dreieck und dann kann ich hier so machen. Aber wenn ich schnell bin, dann kann ich es halt so machen. Aber ansonsten, egal was ich hier drücke, ne, ich mach's ja gerade. Also ich kann nicht schneller wechseln als so. Vielleicht auf der Tastatur, aber mit Tastatursteuerung habe ich mich jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt. So. Guck mal, diese Lichtbarken. So, lol, da freust du dich ja, so viel Zeit zu haben, um das Schiff in Ruhe zu zerlegen. Zu können. Und dann machst du 250.000 kaputt. Weil du zu ungeduldig für den Punktlaser bist, beziehungsweise zu ungeduldig, um die Zeit zu zielen zu nehmen. Haha. Kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Kiosk-Dinger du dir hättest kaufen können für das Geld? Ja, das ist eine Aufgabe, die könntest du doch sehr schön machen, ausrechnen. Aber ja, ich hab dein Dings verstanden. Wir werden mehr mit Verbindern arbeiten. So, und jetzt kann ich mal kurz, zack. Nächster Kommentar. Na, willst du nochmal nachrennen, was dich nachrechnen, was dich unsauberes Arbeiten an Geld kostet? Zerstörung von Gegenständen, Tod, etc. Um was sich die Verbrauchsgüter kosten? Ich hoffe, du wirst nicht an der falschen Seite falschen Stelle sparen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich werde ja die Verbinder nutzen. Ist ja gut. So, erstmal müssen wir hier den Abschleppermitter machen. Ich hoffe, ich kann den so einfach lösen. So, den kann ich leider nicht so gut schneiden, ohne dass ich mir das Ding kaputt mache. Aber ich werde auf jeden Fall mit dem Schneider versuchen, auch mehr zu arbeiten, wie du wolltest. So, ich weiß nicht, ob das schon lose ist. Nee. Gucken wir mal. Das sieht noch von drinnen befestigt aus. Das heißt, ich muss von innen daran. Aber hier kann ich irgendwas ziehen. Ah, shit. Aber dann kann ich mal gerade... Ich krieg doch alle Kommentare hin. Da waren. Oh, warte, hier sind wieder ein paar mehr. So, alle für den Dino, wie gesagt, ne? Jo, so finde ich das cool. Die normalen Schichten mit dem Zeitdruck für Spannung und zwischendurch ab und zu mal ein Schiff ganz in Ruhe entspannt zerlegen. Guter Mix. Ich hoffe, das wird auch weiter so sein. Aber ich habe gesehen, ich kann auch mit diesem Fortschritt kann ich tatsächlich auch offene Schichten machen. Ich weiß nicht, ob ich damit dann auch Geld verdiene oder Punkte, aber es ist Möglichkeit. Kann sein, dass man dann einfach so ab und zu, einfach nur weil wir Bock haben, ein Schiff zu zerlegen. Aber kann sein, dass das dann für den Erfolg der Story einfach unrelevant ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Also finde ich zumindest. So, also richtig gemacht, cool. Gab eine Menge Knete, Kohle, Zaster. Jetzt weiß ich gerade nicht, was wir da gemacht haben. Oh, ich sehe gerade, da kommen wir doch dran.
So, jetzt ist die Frage. Cutter, shift clock says 5 minutes left. You know what to do. Weaver out. So. Siehst du, wir arbeiten mit Verbindern. So, hab noch 5 Minuten. Habe ich aber echt wenig geschafft, die Zeit. So. Nutz mehr Verbinder, bitte. Bin dabei. Ja gut, ich habe halt 10 Folgen am Stück aufgenommen, ne? Tut mir leid. Du bist durch sie ja viel schneller in normalen Schichten. So, hier kurbel ich mich gerade zum Mal ran. Ich saug den mit R2 an und dann drücke ich L2, um den zu mir zu ziehen. Oder mich zu ihm, um den dann ein bisschen raus. So, jetzt nochmal L2 für Verbinder und runter. Ja, ich habe noch 5. Das ist okay. So, das sieht so aus, als könnte ich es hier abziehen. Tatsache. Dass man einfach so die Ränder abziehen kann, finde ich ja auch cool. So. 150.000 nur. Schade. Ich als Spielemacher hätte das Sterben härter bestraft. Eine Schicht umsonst gearbeitet zum Beispiel. Oder wenigstens 1 Million. Das kann man tatsächlich einstellen. Ich habe ja den Standard-Schwierigkeitsgrad genommen. Aber es kann auch sogar zum Beispiel machen, dass wenn du einmal stirbst, Game over komplett. Also wenn du einmal verstorben bist, musst du wieder komplett von vorne anfangen. Das gibt's glaube ich auch, wenn ich recht mich dran erinnere. So. Nächsten Kommentare. Trottelherzchen. Wie viel Verbinder das wohl gewesen wären? Ja. Ich arbeite ja jetzt auch mit Verbindern. So leichtes Zeug natürlich nicht. Ne, das kriege ich so schnell hin. Wobei, was ich mal probieren wollte, das probieren wir mal aus, aber das schaffen wir diese Schicht, glaube ich, nicht mehr. So, mal ein bisschen ranziehen. Das Ranziehen ist echt gefährlich. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Immer nur so ein bisschen ranziehen. Wirklich nur so eine Millisekunde drücken, ey, sonst haut ihr das Ding noch ins Gesicht. So, das Ganze hier ist Prozessor von innen gesichert. Hier kann ich aufmachen, dann könnte ich, glaube ich, hier rein, ne? Gucken wir mal, ob das hier der Eingang ist. Ich glaube schon. Okay. Jetzt habe ich das Ding zwar aufgemacht, aber war vielleicht doch nur die Halterung. Das Problem ist, da ist noch Treibstoff drauf. Das wäre nicht so cool. Salvage secured. Account credit applied. Ich dachte, damit würde ich die Luke öffnen, aber nein, das ist die Halterung, glaube ich, für die Schubdosen hier hinten. Und die kann ich noch nicht aufmachen. Das ist zu gefährlich. Habe ich noch irgendwas? Das hier kann ich doch schon mal oben drauf so ein bisschen. Hallo? Ah, jetzt bin ich wieder mit der Steuerung durcheinander. We're getting down to the wire. Let's put a bow on this ship. Ja. So, der müsste jetzt lose sein. Oder wird er noch von unten gehalten? Ich glaube nicht. Doch, doch. Der wird gehalten. Irgendwo wird er noch gehalten. Hm.
Kann ich das schneiden? Ich kann es nicht schneiden. Das kann ich auch nicht schneiden. Gut, ist jetzt eh vorbei. Aber es hängt auf dem Dings drauf. Okay, das war eine schwache Schicht, aber vielleicht habe ich trotzdem Plus gemacht. Ja, 200k. Gut, ich habe die Kommentare gemacht, die sind dafür jetzt durch. Ging doch schneller, als ich gedacht habe. Aber es ist ein cooles Schiff, das gefällt mir. So, nächster Tag. Good morning, auf geht's. Cutter. It's time to begin your work day. Alles klar. Ja, neue Nachrichten, neues Poster, guten Morgen. Es wäre cool, wenn ich ganz unten so eine Dings hätte, wie viel am Ende übrig ist, ne? So Gesamtgebühren, jetzt nochmal minus Dings, Einkünfte. Ne? Dass ich dann wirklich eine richtige Bilanz habe, damit ich mir das nicht selber ausrechnen muss. So, wir haben keine Punkte gemacht, das heißt, wir gehen direkt wieder in die Schicht rein. Oh. Ach so, Sekunde. Ich vergesse es jedes Mal, ne? Unser eigenes Schiff. Der Schiffsdoktor. Hi, don't worry. Dr. Shippy's here to fix your ship right up. Looks like a chronic case of overachievement. Your ship's okay, vitals brauche, are improving. Keep it ich up. Brauche einen Kühlkörper, brauche ich jetzt. Ich frage mich, was ich dann, wenn ich mein eigenes Schiff habe, so machen kann, ne? So, Kühlkörper. Ich weiß nicht, ob es das bei dem Schiff gibt. Gucken wir mal rein. Wäre nicht schlimm, wir nehmen jetzt kein anderes Schiff, wir machen weiter. Kein Kühlkörper, okay. Bergung fortsetzen. Da ist ja noch gar nichts geschafft bei dem Schiff. So, wie viel Verbinder habe ich? You're from Earth, right? You ever miss it? I know it's Hier. A rough place and hot as hell during the day, but there's still this kind of like beauty to it. I don't know. Space is cool, don't get me wrong. I just miss the colors at sundown, you know? Right before the dark swallows the world. Or the feeling of the ocean breeze on your cheeks. The moon just like dancing across the water between all the rusted buildings. Could you imagine living in the early 21st century? What a dream. They were so lucky. Anyways, I gotta get back to the ship. Have a good one, fellow Earthling. Ich habe jetzt 4 Verbinder Verlust gemacht. Das heißt, es macht schon genau wie mit dem Treibstoff, weil ich krieg die nicht erstattet. Ich habe so ein bisschen doch okay. Vielleicht. Kann man das ja dann, kriege ich dann 24, habe ich dann so ein bisschen gehofft, aber nein, leider nicht. So, der Wirt wird von 2 gehalten. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt ab ist. Nee, da ziehe ich mich nur ran. Okay, wir müssen rein. Wir müssen die Halterung von innen lösen. Aber dann würde ich sagen, holen wir den Innenraum erstmal raus, weil der ist doch sehr viel wert, tatsächlich. Autsch! Salvage secured. Credits deposited. Vorsichtig ranziehen. Salvage secured. Account credit applied. Ich kann mich leider nicht, also ich würde gern ransaugen, das Teil, während ich gleichzeitig stillstehe, aber ich kann leider nicht meine Schubdüsen bedienen, während ich das Gerät bediene. Also ich mache es tatsächlich von meinen, ich drücke die Knöpfe, aber er nimmt die Befehle nicht an. Also das Spiel nimmt die Befehle nicht an, die ich drücke. Wenn ich, also ich kann mich entweder bewegen und stoppen oder mit dem Gerät agieren.
Salvage deposit secured. Credits awarded. So, ran mit dem Speck. Dann wäre der Gang auf jeden Fall schon mal sauber. Salvage accepted. Credit applied. Und go. Ja, komm, krieg ich das hier rausgezogen? Applying credit to account. Dann haben wir auch direkt das Fliegezeug hier weg. Credits transferred. Vorsichtig. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Die Lampe wurde ein bisschen beschädigt. Da sind noch mehr Computerterminals. Mach mal Licht an. Die roten Lampen kann man zwar auch abmachen, aber die bringen kein Geld. Nochmal so als Beispiel, wenn ich jetzt die hier... Ne, Licht, ich mach die ab, schieß die rein, jetzt guckt oben links. Gar kein Geld. So, was fliegt da? Da fliegt noch was rum, eine stabile Kiste. So, kann ich von draußen noch was da rumfliegen sehen? Ich glaube nicht. Dann fliegen wir mal rein. So, die Türsteuerung. Also durch die ganzen Computerterminals habe ich, glaube ich, schon genug Geld gemacht. Das heißt, wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Applying credit to account. Ein Medikit. Das behalte ich erstmal drin. Salvage deposit confirmed. Vor allem so eine verarbeitete Türkonsole. 78.000, die ist richtig viel wert. So, ich kann hier das Dach tatsächlich abmachen. Wir sind in der Nähe des Generators, das merkst du direkt. Scheiße. Okay, hat geklappt. Hä? Guck mal, die war sogar noch mehr wert. So, hier ist die Schleuse. Ich kann ja schon mal versuchen, das Dach abzumachen. Dass wir hier so ein bisschen besser reinkommen. Pass auf, wie du schneidest. Schneide ich mir hier wieder in das Ding rein, hier in die Wand. Das wollen wir natürlich nicht. Nicht in die Wand schneiden. So, damit wäre die Dachplatten, meine ich, lose. So, wenn ich will mich jetzt nicht abstoßen, weil wenn ich es mache, kann es sein, dass ich Schaden bekomme. Deswegen probieren wir es von draußen. Kann ich es abziehen? Nein. Gucken wir mal, ob wir es rausziehen können. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Perfekt. So, Verbinder rein. Das ist alles Prozessor. Boah. Das ist heftig. Der muss den runterziehen. Komm, zieh runter. Zieh runter. Nein, nein, ich nicht. Er zieht ihn. Ja, perfekt. Sehr schön. Processing valuable deposit. Sehr schön. Credits transferred. Ich glaube, das hat sogar aber weniger Geld gebracht, als ich gedacht habe.
Salvage secured. Applying credit. So, die Folge ist vorbei. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die Schicht zu Ende machen soll, dann die Folgen beende. Aber dann könnte ja immer irgendwas passieren. Deswegen würde ich sagen, halten wir uns ein bisschen an die Zeiten und also die Minutenzahl. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Also bis dann. Ciao.